Herzlich willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis Etty. Wir sind heute im Berliner Südgelände. Ja, seht ihr hinter mir diesen wunderbaren Wasserturm? Das hier ist ein altes Bahngelände und das hat sich die Natur zurückgeholt. Das Ganze mit so einem wunderbaren Museum-Ding gemacht. Das ist, da sind tolle Sachen zu entdecken. Und was ich eigentlich entdecken will, ist das, was diese Kamera hier tut, nämlich die Kodak Brownie Hawkeye. Und das Spannende an dieser Kamera ist, dass man mit zwei kleinen Schräubchen die Linse rausnehmen kann, umdrehen kann und wieder reinpacken, ohne dass man groß was wissen muss, wie es geht. Und dann macht die Kamera ganz tolle Sachen, nämlich so ein bisschen Lomographie-Style. Das heißt angeblich, also ich habe es noch nicht probiert, aber wenn man es im Netz so sehen kann, bedeutet das Dreamy Pictures, also verträumte Bilder, so ein bisschen weichzeichnermäßig und mit ganz vielen Verzerrungen und Verschiebungen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es wirklich am Ende funktioniert oder ein großer Spaß nur war, die Linse auszutauschen, fehlerfrei. Also wir werden sehen. Jedenfalls dieses coole Teil hier aus den 50er Jahren wird heute mal richtig getestet mit dem, was es noch so alles kann. Die Eisenbahn wurde gebaut 1941 und dieses Ding hier wurde gebaut zwischen 1949 und Anfang der 60er. Also von daher werden die sich wahrscheinlich irgendwie getroffen haben in ihrem Leben. Und spannend. Beide Gerätschaften schwarz, bisschen Silber und ganz bisschen Rot dran. Es passt alles schön zusammen. So soll das sein. Das Hauptmaterial ist Bakelit, das ist dieses schwarze, dicke Plastik. Das ist erstaunlich stabil dafür, wie alt es ist. Und die Linse da drin ist eine ganz simple, einfache Meniskuslinse und hat eine Blende von etwa, man sagt, F15, sagt zumindest das Internet dazu. Ich habe es nicht gemessen, aber das wird einfach die Größe sein. Verschlusszeit zwischen einer 30. und einer 50. Das hochziehen. Hauptmodus, weiter drehen. Hier, kennt ihr die noch? Orvo. Gute alte DDR-Massenware und schon seit 100 Millionen Jahren abgelaufen und wer weiß, ob der überhaupt noch was kann, aber wenn wir schon wahnsinnig sind und hier Linsen umdrehen, können wir auch da einen Film reinstecken, der eigentlich in Wahrheit schon tot sein müsste, aber warum nicht? Heutzutage ist Mittelformat-Film normalerweise 120er, ne? Keine Frage. Das Einzige, die man heutzutage eigentlich in Wahrheit kriegt. Auf vielen alten Kameras stehen andere Typenbezeichnungen drauf. Hier zum Beispiel steht ein 620er drauf, wenn ihr sie aufmacht. Kannst du sehen, hier drin, da, 620er. Lasst euch nicht abschrecken, denn der Witz ist, das funktioniert trotzdem. Das heißt, da passiert im Prinzip Folgendes. Diese Dinger hier, diese Spulen, die brauchen etwas dünnere und dann klappt es schon wieder. Also es ist ein bisschen eine Frage von, seid vorsichtig, man kann die 120er Film reinpacken, es ist aber sehr eng da drin. Also dreht ganz vorsichtig und dann klappt das auch nicht. Das heißt, ihr könnt diese alten Kameras, die eigentlich ausrangiert sein müssten, noch wunderbar benutzen, indem ihr einfach ein bisschen vorsichtig seid oder eine etwas schmalere Spule da reinmacht zum Aufnehmen, dann ist es noch ein bisschen einfacher, aber geht auch so. Großes Doppeldaumen drücken, umgedrehte Linse und uralter Film, das kann eigentlich nur schief gehen. Und hier ist die Dia-Show. Und, wie fandet ihr die Bilder? Cool, hm? Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und die Bilder haben euch gefallen und vor allem das kleine Experiment mit der Kodak hat euch irgendwie dazu gebracht, mal zu sagen, was kann ich denn mit meinen alten Kameras, die so rumliegen, noch machen? Es gibt ja die eine oder andere Kamera, wo man sagt, na, irgendwie ist sie ein bisschen langweilig, sie ist irgendwie alt, sie ist irgendwie cool, aber richtig tolle Bilder macht sie nicht. Guckt mal nach, ob man damit was anstellen kann. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, bitte seid so nett und dreht alle Linsen um, die ihr finden könnt.